Standard-Zooms gibt es ja wie Sand am Meer. Jeder Hersteller hat sie und die Kamerabrands packen alles mit einer durchgehenden 2.8er-Blende in ihre High-End-Linie rein, was natürlich dann auch einen Premium-Preis mit sich bringt. Das möchte Canon nun ändern und bringt das neue 28-70mm f2.8 ISSTM. Wie sich das im Vergleich zu Alternativen schlägt, schauen wir uns heute mal genauer an. Die Brennweite. Normalerweise kennt man hier den 24-70mm Zoombereich für einen solchen Standardzoom mit Offenblende. Tatsächlich macht das jedoch einen guten Größen- und Gewichtsunterschied, wenn man hier auf die letzten 4mm verzichtet. Zum Vergleich haben wir hier einmal eine Übersicht der in Fragen kommenden Alternativen, die so in dem Markt sind, und da sieht man deutlich, was hier im Rucksack oder eben auch am Gurt eingespart werden kann. Selbst wenn wir das sehr kompakte Sigma 28-70-2.8 dazu nehmen, welches es nicht für den RF-Anschluss gibt, ist das neue Canon-Objektiv etwas kleiner. Persönlich finden wir bei der Größe auch die R8 als Super Allrounder mit ordentlich Power. Wer möchte, kann es aber natürlich auch mit den anderen R-Kameras koppeln. Falls ihr mehr Infos zu der 8 haben möchtet, haben wir hier oben einmal unser Review dazu verlinkt. Und noch kurz zu dem Thema 24 vs. 28mm. Wie seht ihr es? Hättet ihr lieber 4mm mehr und dafür mehr Gewicht? Oder sagt ihr, 28mm sind voll in Ordnung? Schreibt uns einmal unten in die Kommentare. Bevor wir über das Wichtigste vom Objektiv, also die Schärfe, reden, gehen wir kurz die gängigen Bildfehler durch. Chromatische Aberrationen halten sich bei einem Objektiv im Rahmen und treten nur leicht auf, was sich in unseren Augen recht leicht korrigieren lassen dürfte. Die Vignettierung bei Blende 2.8 ist merklich, aber ab Blende 4 quasi verschwunden, was bei solchen Objektiven recht üblich ist. Flaring ist weitestgehend behoben, aber in manchen Situationen vorhanden. Um dann den Rest zu eliminieren, sollte man die optionale Streulichtblende erwerben, denn auch hier gilt Canons alte Weisheit: ohne L, ohne Streulichtblende. Da dieses Objektiv einen Schrittmotor, also STM, verwendet, ist das Objektiv vom Fokusverhalten her auch super für Videografen geeignet, da es sauber und ruhig zum Ziel anfährt. Auch der Bildstabilisator mit 5 Stufen bringt hier eine ruhige Bewegung in den Film. Bei Video gibt es aber noch einmal eigene Fehler, die sich einschleichen können, und auch die haben wir natürlich für euch getestet. Focus Breathing ist bei dem Objektiv gut, aber wie man hier sieht, nicht komplett weg. Wir vermuten aber, dass es nicht sehr im Negativen auffallen würde, wenn man es hier im Film verwendet. Besonders wenn man den Preis bedenkt. Parfokal ist es jedoch nicht korrigiert. Das bedeutet, dass sich die Fokusebene verschiebt, wenn man die Brennweite ändert. Schade, hätte mich aber ehrlich gesagt extrem überrascht bei dem Preis. So, jetzt kommen wir aber einmal zu dem wirklich Wichtigsten bei einem Objektiv: die Schärfe. Wenn man heutzutage ein unscharfes Objektiv auf den Markt bringen würde, könnte man das auch direkt wieder einstampfen. Canon hat daher dafür gesorgt, dass es auch scharf ist. Am Rand ist es in Offenblende nicht perfekt, aber in unseren Augen noch ausreichend für ein solches Standard-Zoom. Da dieses Objektiv nicht aus der L-Reihe ist, ist es auch nicht komplett abgedichtet. Zwar haben alle Ringe eine Dichtung bekommen, also sollte kein Staub beim Ausfahren eindringen, jedoch fehlt um die Schalter herum die Dichtung, wodurch dann bei starkem Regen Feuchtigkeit eindringen kann. Beachtet dies also bitte bei eurem Einsatz. Ansonsten gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Das Objektiv ist leicht, ist klein, ist gut für Video und Foto geeignet. Jetzt kommen wir mal zum Preis. Mit einer UVP von 1.299 € kommt es auf den Markt. Und ich höre jetzt schon die Tastenanschläge, dass dies viel zu hoch ist, wenn man Sigma und Tamron in den Vergleich nimmt. Da habt ihr auch vollkommen recht. Jedoch muss man hier Canon lassen, dass dafür das Objektiv sehr gut korrigiert ist, und es ist ihr erster und wichtigster Schritt, eine mittlere Preisklasse für Objektive zu erschließen, die hohe Qualität zu einem moderaten Preis bringt. Wie seht ihr das Ganze? Wäre das Objektiv was für euch und wie steht ihr zu diesem Schritt des Herstellers? Lasst uns einfach mal gemeinsam in den Kommentaren darüber diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.